Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog. Jeder von euch hat in seiner Freizeit bestimmt schon einmal gekegelt. Kegeln kann aber auch ein Sport sein, für den sehr hartes Training notwendig ist. Und daher freut es mich, dass der amtierende deutsche Meister der U23 aus Wölversheim kommt. Am vergangenen Wochenende fand ein ganz besonderer Termin statt. Beim Sommerfest der Spielgemeinschaft Wölversheim-Wohnbach konnte sich Patrick Lüftner in unser goldenes Buch eintragen. Für Patrick ist dies nicht die erste Meisterschaft. Schon 2016 und 2017 konnte er den Titel bei den unter 18-Jährigen erringen. Diesmal konnte er sich gegen Topspieler der Bundesliga durchsetzen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch und auch an den Verein vielen Dank für das Engagement. Ob an Fasching, bei Konzerten, Vereinsfeiern oder auch Treffpunkt See, unsere mobile Bühne ist oft im Einsatz. Leider war die alte Bühne nicht mehr verkehrssicher und wir haben in ein neues System investiert. Vor wenigen Tagen wurden die neuen Bühnenelemente in die wohnbare Halle geliefert. Die Bühne kann stufenlos in verschiedenen Höhen aufgebaut werden und ist im Gegensatz zur alten Bühne auch wetterfest. Nächste Woche beginnt unser Kinosommer. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Die Gewinne aus unserem Gewinnspiel werden jetzt unten eingeblendet. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an alle. Beim Kinosommer zu Gast ist auch unsere interkommunale Jugendpflege, die momentan in den Ferienspielen einige Angebote anbietet. Eines der Angebote in diesem Sommer war die Kunderbunte Kinderstadt. Innerhalb von kürzester Zeit haben die Kinder ihre eigene Stadt aus Paletten und altem Holz gebaut und bunt gestrichen. Jeder hat in dieser Stadt seine Aufgabe und so wurde am Ende auch ein Bürgermeister gewählt. Ein tolles Projekt, bei dem die Kinder viel darüber lernen, wie eine Gemeinde und unsere Demokratie funktioniert. Das war's schon wieder für diese Woche. Danke fürs Zuschauen, vergesst den Daumen nach oben nicht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!